Ich heiße Ludger Öffing, bin Geschäftsführer der Böhm & Boland GmbH in Isselburg-Werth. Wir sehen heute hier eine Aktion der Metallinnung Borken-Bocholt. Heavy Metal is Fun heißt das. Wobei wir vor Ort in den Schulen den Schülern beibringen oder zeigen, wie interessant der Metallberuf sein kann. Durch das Schweißen, weil das gerade optisch den größten Reiz hat und auch am meisten interessiert und von den Leuten aufgenommen wird. Die Schüler schweißen hier einen Handyständer. Der wird aus zwei Teilen zusammengefügt. Die müssen sie ja selber mit durch Schweißnähte verbinden und können dieses Teil dann nachher auch fertig bewundern und auch mit nach Hause nehmen. Das ist dann ihr Eigentum. Mein Name ist Ulrike Tenlage. Ich bin seit anderthalb Jahren hier an der Schule und unterrichte Mathe und Bio als Hauptfach. Habe eine 10a mit einem Kollegen zusammen und mache in der 9c den Kunstunterricht. Wir haben gerade einen Handyständer geschweißt. War mal erstmal, ich habe noch nie geschweißt, aber ich fand es ganz interessant, das mal auszuprobieren. Ich denke, Hauptschüler sind schon die Schüler, die prädestiniert sind fürs Handwerk. Zumindest ganz viele. Wir haben auch welche, die weitergehen, sogar Abitur machen, aber hauptsächlich machen die doch eine handwerkliche Ausbildung. Ja.